Sida Hepp war überzeugt, dass sich die Jugendlichen im Waldsonnenheim zu etwa 90% des Tages langweilen. Damit sie es aber nicht merken, haben die einen Erwachsenen die Schule erfunden und die anderen die Xbox. Und weil jetzt zwischen Schule und Xbox noch so 40 Minuten liegen, da haben die Erwachsenen schnell noch die Handys erfunden. Und für den Stromausfall, da hatten sie in China schon vor fast 5000 Jahren das Cannabis erfunden. Und so kam es, dass die Jugendlichen eigentlich nur noch die Stunden beim Hepp langweilig fanden. Nicht alle, das muss ich jetzt schon sagen, also nicht alle Jugendlichen und nicht alle Stunden, aber der Hepp hatte schon oft zu hören bekommen, mir ist langweilig. Und dann sagte er immer sowas wie, ja glaubst du denn etwa, die Krankenkasse bezahlt dafür, dass ich hier den Herrn Tanzbär für dich mache?